Heute gibt es eine Prozession zu Ehren der Heiligen Drei Könige. Das beginnt auf polnischer Seite und man trifft sich dann auch auf der deutschen Seite. Und wir haben eine Europastadt und das ist schon, ich glaube, 1996 oder so beschlossen worden, dass wir Europastadt werden. Und wir sind immer noch auf dem Weg, denke ich mal. Also ich kann auch ein bisschen Polnisch, ich habe Polen auch gerne, ich war in meiner Kindheit in Polen. Aber wir sind noch ganz schön weit entfernt und ich finde es aber sehr schön, heute hier und harmonisch und freue mich einfach, so einen schönen Jahresbeginn zu haben. Orszak Trzech Króli, wyjątkowy, bo polsko-niemiecki w Europamieście Zgorzelec-Görlitz. Wydarzenie religijne, ale też wydarzenie bardzo międzynarodowe, podkreślające to, że potrafimy razem nie tylko się bawić, nie tylko świętować, ale też obchodzić różne uroczystości religijne. Myślę, że to jest taki dobry znak na przyszłość. Jesteśmy rodziną polsko-niemiecką. Ja pochodzę z Zgorzelca, mój mąż pochodzi z dalekich Niemiec. Przyjechaliśmy teraz tutaj w odwiedziny do mamy i akurat trafiliśmy na wspaniałe święto Trzech Króli, gdzie z rodziną chcemy zobaczyć czy świętować. Ich freue mich hier auf dem Fest in Zgorzelec, Görlitz zu sein. Es ist wunderschönes Wetter. Wir sind alle glücklich. Zgorzelec jest takim miejscem szczególnym, wyjątkowym. Właściwie jest jednym miastem, które ma dwie części. Stronę właśnie niemiecką, Görlitz, stronę polską, po tej stronie Nysy Zgorzelecką. Więc z natury tutaj księża polscy i niemieccy współpracują ze sobą, utrzymują nie wyjątkowe, ale stałe kontakty. Wir feiern heute den Festtag Heilige Drei Könige. Es ist uns ein ganz besonderes Bedürfnis, Europastadt. Wir sind aus Deutschland, aus Görlitz. Wir haben einen ganz guten Kontakt zu unseren polnischen Brüdern und Schwestern. Und damit beenden wir auch das Weihnachtsfest. Und ich denke mir im nächsten Jahr, dass wir auch wieder alle Mann zusammen hier sein dürfen. Wir nehmen schon einige Jahre hier dran teil an den Festlichkeiten und wir sind immer wieder überrascht über diese große Beteiligung. Thank you.